Und wie schon angekündigt, herzlich willkommen doch noch einmal zurück zu Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Und zwar, ich habe ja zwar gesagt, ich mache jetzt erstmal mit jedem Pokémon immer mal so 4 Kämpfe, aber ich muss mal wieder ein paar Siege reinholen. Und gerade war ich mit Knackrack so gut und ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen wach geworden bin mit ihm. Und deswegen habe ich ja in letzter auch schon gesagt, wir machen jetzt mal so lange weiter, bis wir wieder eine Niederlage bekommen. Mit ihm. Kann natürlich nicht lange dauern. Muss aber nicht. Also, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit Von Löhr Gameplays als Hobby. Und wir suchen verzweifelt einen Gegner, aber finden wieder keinen. Einkommen-Gegner. Juhu. Aber ich denke mal, für einen Gelegenheitsspieler mache ich mich doch ganz gut, oder? Wenn es hochkommt, spiele ich ja auch nur, was weiß ich, so alle 2 Wochen mal was, ein Tag. Und dann nehme ich hier mal so 10, 12 Kämpfe auf und das reicht dann wieder für 1-2 Wochen. Also viel mache ich da nicht. Wie gesagt, nur ein Gelegenheitskämpfer. Yeah, eine Runde gewonnen gegen Computer. Eine neue Herausforderung. Tiger Pop aus England mit 160 Siegen und in Aufstiegsrunde. Oh, er will auf Gruppe C5. Oder war das C4? Es tut mir leid, falls ich dir das vermassen muss. Tiger Pop oder Tiger Pop, wie auch immer. Englisch ist nicht so meine Stärke. Und ich weiß auch nie, wie es beabsichtigt ist, wie es ausgesprochen werden soll. Okay, ich glaube, die erste Runde wird mal nix. Das ist so blöd. Wenn man mal einen Angriff macht, kann man nicht direkt blocken. Das ist echt mies. Man ist immer noch mal so 1-2 Sekunden verwundbar und das kann einem echt zu Verhängnis werden. Da kann man noch so auf R2 drücken. Ja, ich weiß. Abgebrochen. Gibt's doch nicht. Ich kann den nie greifen. Ist auch wieder so einer, der nie blockt oder sowas. Jo. Wieder selber Fehler, siehst du? Meine Güte, der kontert nicht, der blockt nicht. Oh. Irgendwie kann ich mit sowas nichts anfangen. Okay. Tja, und wie schon gesagt, so schnell kann es gehen. 2 Siege und schon wieder verloren. Okay, das war's also dann wieder mit Knackrack. Beziehungsweise mit der Aufnahmesession. Ich habe ja jetzt wieder 9 Teile. Und dann sehen wir mal weiter. Jetzt will ich noch Mario Tennis Aces ein paar Online-Spiele mal aufnehmen. Die ersten überhaupt. Wobei, die ersten nicht. Ich habe ja schon 2 Stück mit meinem Freund, mit meinem Kumpel. Aber jetzt ist Pokémon Aces mal online ein bisschen dran. Und ja, wir sehen uns entweder dort oder hier bei einem nächsten Kampf dann auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite, beziehungsweise generell auf YouTube. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn es nur zur Unterhaltung diente, dann bitte einen Daumen nach oben und ein Abo. Und somit heiße ich jetzt euch goodbye. Oh Mann, meine Sätze sind manchmal so grottenschlecht. Also, auf Wiedersehen und tschüss.